Okay, was ist jetzt los? Ach, wir sind in der Festung. Kapitel 3, das Geisterritual. Da sind wir, da hinten ist Bones. Und es ist Zeit für den weiteren Kampf, den wir hier haben. Für den Kampf auch gegen einen Morgan, für den Kampf gegen alle möglichen Viecher dieser Welt. Ein Ritual also. Tja, das ist wohl die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Okay, machen wir es. Ich werde zum Geisterritual antreten. Weise Entscheidung, mein Junge. Die alten Schriften Kalladurs haben mich bisher nicht enttäuscht. Glaube ich. Was brauchen wir für dein Ritual? Das Grimoire spricht von einem mächtigen magischen Zauber, der deinen Geist rufen und ihn an deinen Körper binden kann. Leider ist der Zauberspruch selbst darin nicht vermerkt. Wo wir ihn finden können, allerdings schon. Das ganze Ritual muss an einem Ort stattfinden, der nach außen hin magisch abgeschirmt ist. Eine Barriere. Weiterhin brauchen wir drei Zauberer, die mächtig genug sind, ihn wirken zu können. Mhm, oh nein. Du bist ein mächtiger Zauberer. Ja, ich denke, ich kann dir bei deinem Ritual helfen. Allerdings ist meine Arbeit hier in Kalador noch nicht beendet. Von jenseits des Lavastroms bedrohen uns immer noch die Schatten. Glaube ich. Wir müssen dort hinüber und das Übel aus Kalador vertreiben. Wie willst du über den Lavastrom kommen? Nun, es gibt zwar einen Teleporter auf der anderen Seite, doch er ist inaktiv. Ich könnte eine Brücke schlagen, wenn ich ein magisches Netz aufspanne. Wie das? Wenn sämtliche Teleporter-Plattformen diesseits des Lavastroms aktiviert sind, könnte ich ihre Energie bündeln. Mit dieser geballten Wucht könnte ich ein oder mehrere Personen über den Strom katapultieren. Das klingt sehr weird. Hast du schon einmal so etwas gemacht? Nein, aber es wird funktionieren. Bevor ich den großen Wurf wagen kann, müssen erst alle anderen Teleporter in Kalador aktiviert sein. Alles andere ist vorerst graue Theorie. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Oh, du willst tatsächlich den großen Wurf über den Lavastrom mit mir wagen? Sieht ganz so aus. War ich so überzeugend? Du machst das schon. Danke für dein Vertrauen. Ja, wirklich also, so. Du musst alle Teleporter, die du in Kalador finden kannst, mit einem Teleportstein aktivieren. Mhm. Einen Teleportstein habe ich in meiner Tasche. Doch brauche ich ihn für den Teleporter im Osten hinter dem Lavastrom. Ich zeichne dir die Teleporter und die möglichen Fundstellen für die anderen Steine, die ich in den alten Schriften finden konnte, auf deine Karte von Kalador. Dankeschön. Jetzt wissen wir's. So, für jemanden wie dich sollte es ein leichtes sein, sie zu finden. Was kannst du mir beibringen? Was mit... Sonst kann er kann uns immer noch nichts beibringen. Okay. Gut, machen wir. Komm, Edward. Wir gehen in die falsche Richtung. Ich sehe es schon wieder. Nein, wir gehen in die richtige Richtung. Wir gehen in die falsche. Ist egal. Nicht, es ist die richtige. Wie lange braucht es? Wir brauchen ein bisschen, um es abzuklinken, ne? Okay, ich muss mit den Leuten hier reden. Wer wird jetzt den Hof übernehmen? Die Natur. Die Natur? Nach dem, was dort passiert ist, wird dort niemand einziehen wollen. Das stimmt. Also wird die Hütte verfallen und eine weitere Ruine abgeben. Willkommen auf Kalador. Ich spüre förmlich, wie die Feigheit aus meinen Gliedmaßen schwindet. Guter Mann. Zaubersprüche lernen. Stärke lernen, Dämonenklinge. Oh, nice. Donnerschlag lernen. Oh Gott, es sind so viele Sachen. Also,
Zeige mir, wie ich den Zauber der Dämonenklinge wirken kann. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Das ist gut. Stärke. Bring mir einen Stärkezauber bei. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Und Donnerschlag. Zeige mir, wie ich einen Donnerschlag zaubern kann. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Ja, das habe ich verstanden. Was kannst du verkaufen? Ein Magierflorett, ein Ohrring, Nebelstein. Oh, nicht so meins. Ring des ersten Kriegers. Oh, das wäre vielleicht noch was. Und sonst hat er noch unseren ganzen Cladredetchen. Also, jetzt haben wir aber auch nochmal ganz andere Sachen gelernt. Dämonenklinge heißt schneller und Stärke heißt Stärke. Bedeutet, wir können schon mal mehr wirken als das, was wir da bisher so ausgetestet haben. Es gibt... Ich weiß, es gibt noch einen Zauber für hier. Ich weiß nicht mehr, was es war. Steinfaust, Schockwelle. Höllenhund. Das ist schon übel. Aber was, wie viele haben wir denn? Wie viele von den Steinen haben wir denn noch? Wir müssen nämlich ein bisschen vorsichtig sein. Wo sind die denn? Vier altes Wissen. Ich weiß, es gibt noch einen Standardangriff. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Ich gehöre jetzt zu euch. Schön für dich, aber warte mal. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Mhm. Im schwarzen Land hier auf Kalador haben wir einige merkwürdige Quarze gefunden. Mhm. Vielleicht gibt es auf anderen Inseln noch mehr dieser Quarze. Wenn du welche davon findest, bring sie zu mir. Alles ich klar. Werde dich angemessen bezahlen dafür. Okay. Wofür brauchst du die Quarze? Wir vermuten, dass diese Quarze die Kraft haben, das dunkle Land aufrechtzuerhalten. Durch das Entfernen dieser Kristalle erhoffen wir uns, dass sich das dunkle Land nicht weiter ausbreitet. Außerdem glaube ich, dass Quarze mit so einer Kraft für den einen oder anderen eine Menge wert sind. Was heißt denn angemessene Bezahlung? Ich werde dir jeden einzelnen Quarz abkaufen. Außerdem werde ich dich extra belohnen, wenn du mir viele unterschiedliche Quarze bringst. Mindestens drei unterschiedliche Sorten sollten es schon sein. Vermutlich musst du dafür auch auf anderen Inseln suchen. Habe ich mir schon gedacht. Ich würde mir die dunklen Länder hier auf Kalador, Taranis und Kila mal genauer anschauen. Ich habe Quarze für dich. Dann zeig mal, was du hast. Danke. Na, schön. Danke. 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 Danke, danke, danke. Was hat der? Mentaler Griff. Okay, gut, das brauche ich nicht. Kämpfers, alle Arten von Waffen an. Was? Und Schaltern an. Außerdem zeigt sich die Gegenstände an. Okay. Alle Arten von Wertgegenständen. Okay. Nö, brauche ich erstmal nicht. Zeig mir nichts lieber als das. Was hast du denn noch so? Ein grüner Mantel. Leder, Lederweste. Schwarze Hose. Alte Stiefel in Eidstein. Altes Wissen. Gönjamin. Das brauchen wir nämlich. Papageienflug hätten wir hier noch. Wir werden wohl noch ein paar von den Dingern hier lernen müssen. Drake. Also das war der mit dem Höllenhund. Hast du Zauber für mich? Ich arbeite schon seit längerem an einem besonderen Zauber. Ich könnte dabei allerdings deine Hilfe gebrauchen. Es ist nicht ganz einfach und du hast nur einen Versuch. Wenn du es nicht schaffst, wird uns dieser Zauber wohl verwehrt bleiben. Ah. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Mach dich nützlich bei uns. Ich werde dir alles anrechnen, was du für uns tust. Aber wenn du es wirklich eilig hast, aufzusteigen, dann solltest du Wilson helfen. Er hat sich selber eine große Aufgabe auferlegt, für die er eigentlich kaum Zeit hat. Hilf ihm bei seiner Sache und ich werde mir überlegen, ob du bereit bist, in den Rang eines wahren Dämonenjägers aufzusteigen. Okay. Moment. Zack, zack. Was kann ich für dich tun? Was genau soll ich für dich tun? Ich habe erst letzte Nacht eine Beschwörung im Eisenwald durchgeführt. Dort habe ich 6 entsetzte Geister in einem stofflichen Zustand beschworen. Ich wollte mich allerdings zuerst besser vorbereiten, bevor ich diese Geister jagen gehe. Ich gehe einfach hin und hau sie um.
So schwer kann das nicht sein. Immer langsam. Ich will die Kraft, die ein sterbender Geist freisetzt, nutzen, um einen Zauber zu erschaffen. Aber es sind eben nur 6 Geister. Und ich brauche Energie von mindestens 6 Geistern. Mhm. Die Beschwörung ist sehr zerbrechlich. Das heißt, sie dürfen dich nicht sehen. Wenn dich auch nur einer sieht, verschwinden sie alle. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, die Geister erneut zu beschwören. Mhm. Das ist natürlich geil. Ich werde die Geister für dich jagen gehen. Alles klar. Aber denk dran, dass sie dich auf keinen Fall sehen dürfen. Alles Wenn klar. wir uns ihre beim Sterben freigesetzte Energie zunutze machen wollen, musst du wirklich aufpassen. Schleiche dich am besten von hinten an sie heran und stich zu. Hier, ich habe noch etwas für dich. Benutze es. Damit ist es dir möglich, Schatten und andere niedere Wesen der Unterwelt zu sehen. Die Geister sollten dann aufleuchten wie die Lavaschlucht, damit du dich nicht von ihnen überraschen lässt. Okay, schön. Von ihm haben wir das gelernt. Also irgendwie fehlen mir noch Zauber. Henrik haben wir ja schon gelernt. Mit dem haben wir schon geschnaggelt. Hier draußen haben wir noch 2 Porter. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Okay. Ich habe mich eurer Gemeinschaft angeschlossen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Freut mich zu hören, dass unsere Reihen wieder Zuwachs bekommen. Wir haben es auch bitter nötig. Denn wie es aussieht, streifen neben den Schatten noch ganz andere Gestalten über diesen Flecken Erde. Von welchen Gestalten hast du gesprochen? Das niederträchtigste Pack, das man sich vorstellen kann. Plünderer. Ach nö. Während wir hier die Stellung halten, gräbt die Saubande nach dem Wissen der alten Hochkultur. Die grünen Feuer locken wohl nicht nur die Rechtschaffenen an. Wo soll ich nach den Plünderern suchen? Ich weiß zwar nicht, wo sie sich verkrochen haben, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Du meinst doch sicher Travis, den Tavernenwirt. Richtig. Der kriegt doch alles mit. Das Pack hat sich bei ihm sicher schon Mut angesoffen. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Verstehe. Wir gucken mal. Ich werde mir die Plünderer mal vornehmen. Gut. Sei aber nicht zu zimperlich. Nö, nö. Besser deine Klinge in ihrer Brust, als ein Messer im Rücken. Oh, das haben wir jetzt gleich mal beklaut. Noch Drachenfeuer erhalten, okay. Irgendwie fehlt mir noch ein Zauber, den wir noch nicht haben. Den bekommst du eigentlich... Ach hier, Donnerschlag, Runenmagie. Wir probieren das mal aus, komm. Kann ja auch mal sinnvoll sein. Wenn nicht, wir haben ja noch immer unsere Nahkampfwaffe, das ist alles in Ordnung. Ich hab schon gedacht, wo ist denn die Waffe? Oh, wir müssen noch Burke helfen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter. Also, nee, wobei, die haben wir ja gelernt, ne? Donnerschlag. Okay, gut, dass wir die gelernt haben. Ist doch die, ne? Ja. Ja, das ist die. Okay, sehr gut. Wir haben eine Waffe und das. Das ist nicht schlecht. Schade, dass das nicht irgendwie auf E geht oder so, ne? Man kann hier nicht zufälligerweise einen Zauber da lassen. Nein, okay. Hab mich nur gewundert. Dann können wir uns doch heilen. Dann können wir doch noch heilen lernen. Komm. Dann sparen wir uns alles andere noch. Da sind man fast ganzer Zauberer. Dämonenklinge gilt übrigens, soweit ich weiß, auch für Zauber. Also von daher. Henrik, ne, der bringt uns sonst nichts bei. Ich glaube, es war Wilson. Ja. Bring mir den Zauber der Heldenmut bei. Die neue Macht wird dir helfen. Und ich glaube, er hatte auch noch was Interessantes. Steinfaust. Wobei, wenn, dann würde ich eher nochmal beschwören lernen. Aber jetzt haben wir noch einen Hals, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Magie. Haben wir Heldenmut. Heldenmut können wir dann erstmal hier hinsetzen. Und wenn wir uns unbedingt heilen müssen, apropos, das packe ich mal dahin.
Dann haben wir noch... Oh, wir haben noch gut Grog und so, ne? Ich würde aber... Apropos... Nochmal gucken. Gibt's nichts. Man wird einfach mal das auf die 5 setzen, dementsprechend. Und wenn es wirklich dringend wird, haben wir noch... Oh, passt schon. So. Dann sind wir jetzt ein Magier. Gerade auch mit der Stärke, das wird nochmal eine ganz andere Sache. So, wir müssen die Sache für Wilson machen. Kalador, Geisteraugen, Drake, Kilian, Plünderer, Burke, ein neuer Rang. Und da müsste jetzt die Hexenjagd kommen. Buch des Bösen. Also jetzt haben wir hier natürlich so das ein oder andere. Wir haben hier ein Buch. Und wo noch? Hier. Also, dann haben wir sie noch außerhalb. Alles klar. Dann gehen wir erstmal zur Taverne rüber. Apropos, kann ich mich direkt rüber teleportieren. Also, Yvette hat was einen... für eine Schande. Diese Mauern sind zu einem Auffangbecken für Betrunkene verkommen. Darauf trinken wir. Manchmal frage ich mich, warum ich dich begleite. Genau deswegen. Die Dämonenjäger sind auf der Suche nach Büchern des Bösen. Ach, du meinst also, nur weil ich eine Frau bin, habe ich so eines in meinem Besitz? So war das nicht gemeint. Ich soll einfach ein Auge offen halten. Ja, ja. Und da kommst du ausgerechnet zu mir und starrst mir auf den... Vergiss es. Ich habe in der Wildnis eine Leiche gefunden. Oh, wie schrecklich. Wie sah sie aus? Ein junger Mann. Er hatte eine Notiz bei sich. Oh nein. Das ist bestimmt Alvito. Er war doch noch so jung. Bitte berichte dem Schmied Wilson davon, sofern er es nicht weiß. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Also sollen ja Bücher hier sein. Nee, das eine Buch ist jetzt da vorne. Okay, kriegen wir hin. Passt schon. Danke für deine Hilfe. Ich werde jetzt erstmal in der Taverne Pause machen, bevor ich Bericht erstatten gehe. Gern geschehen. Gott, wir haben so viel. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Du kennst doch sicher diesen Spinner Mick. Du weißt schon, der Typ, der hier auch öfters mal in der Taverne sitzt. Naja, jedenfalls haut der jede Nacht ab und kommt erst am nächsten Morgen wieder. Weißt du, wohin Mick nachts geht? Nein, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ach komm schon, als Wirt kriegst du doch bestimmt einiges mit. Na schön, aber posaun bloß nicht drum, dass ich den Leuten hinterher spioniere. Na, du. Wenn man sich kurz nach Mitternacht an seine Fersen heftet, findet man sicher heraus, was ihn antreibt. Okay. Ich werde Mick auf die Schliche kommen. Gut, aber denk daran, vor Mitternacht bewegt der sich kein Stück. Kannst dich ja so lange bis Mitternacht aufs Ohr legen. Danke für aber den Tipp. Finger weg vom Rum, sonst verpennst du noch. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was weißt du über Mason? Mason ist der Mann, mit dem du dich besser nicht anlegen solltest. Das ist ein richtig harter Knochen und hoch angesehen bei den Dämonenjägern. Wenn er hier ist, traut sich so schnell niemand, die Zeche zu prellen. Aber, und das hast du nicht von mir, raue Schale, weicher Kern. Ach, so einer ist es. Was kannst du mir über Yvette erzählen? Oh, sie ist jung, sie ist hübsch. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du ohne Hosen da. Klingt nicht schlecht. Nein, Mann. Ich will damit sagen, dass du auf dein Gold aufpassen sollst. Habe ich mir eben auch schon gedacht. Ach, das meinst du? Natürlich. Also hör auf meinen Rat. Ich bin auf der Suche nach ein paar Plünderern. Zählt nicht zu meiner üblichen Kundschaft, aber ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Vor einiger Zeit kamen hier ein paar schmierige Kerle an. Konnten kaum das Bier bezahlen und sind so schnell gegangen, wie sie gekommen sind. Haben sich in Richtung der alten Eisenmine aufgemacht. Vielleicht findest du sie dort noch. Dann, Du kannst mal einen ausgeben.
Jeder, der gegen die Schatten kämpft, hat einen ordentlichen Schluck verdient. Guter Mann. Dann trink mit mir. Prost! Guter Mann. Ohne Flasche in der Hand. Das konnte Gothic 1 sogar besser. Gibt es noch einen anderen Weg, als Mick hinterher zu schleichen? Sicher, aber dafür musst du die Augen offen halten. Finde einfach den Ort, wohin er sich verkriecht. Okay. Wie soll ich das anstellen? Wie gut bist du im Fährtenlesen? Naja. Und wie steht's um deinen Orientierungssinn in der Dunkelheit? Also... Kannst du überhaupt eine Karte in der Hand halten? Das kriege ich hin. Am besten du merkst dir, was ich dir jetzt sage. Ich bin ihm mal ein Stück weit gefolgt. Hat mich leider zu früh entdeckt, das Aas. Aber ich schätze, wenn du dich von hier aus immer westlich hältst, wirst du fündig werden. Mhm. Halt einfach nach einem ungewöhnlichen Platz Ausschau. Ist dir außer Mix nächtlichen Spaziergängen noch etwas aufgefallen? Naja, ich habe letztens von Bran, dem Schlachter, eine Lieferung Fleisch bekommen. Konnte die ganze Lieferung in den Abfall wandern lassen. Sah absolut frisch aus, aber schmeckte wie eingelegte Füße. Kannst dich ja mal bei ihm umhören. Mhm, mach ich mal. Zeig mir deine Ware. Rezept für Fusel. Ja, die ist das. Fusel kennen wir ja. Gut. Brauchen wir sonst nichts. Und? Wieder etwas beruhigt? Ja, etwas. Ich muss erstmal diese Nacht verarbeiten. Vielleicht sollte ich Kalador mit dem nächsten Schiff verlassen. Aber wohin? Dieser Flecken Erde hat einfach zu viel Verderben gesehen. Na gut, aber wohin, ne? Buch des Bösen. Klingelt da was bei dir? Buch? Sehe ich so aus, als würde ich lesen? War nur eine Frage. Ich sag dir, fang ja nicht an, mir hinterher zu spionieren. Hat dieser Wirt Travis auch mal gemacht. Aber ich merk alles. Okay. Oh, wer bist du denn? Kramer. Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Jo, ne? Musst mich nur fragen. Ja. Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Mhm. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Ja, du. Okay, zeig mir deinen Kram. Was hast du denn? Eine Bombe. Schön, ein uralter Degen. Wurfmesser. O-Ring des Duellanten. Ein Ring des Jägers. Stichwaffenpistolen, naja, brauche ich einer nicht. 12 Silberteller, je nachdem, wie viel er mir dafür gibt. Ein Ohr, ein Horn, ein Golemherz. Okay, der hat schon einiges, ne? Der Klammer. Ich weiß nicht, wie viel ich für einen Teller bekomme. Ich nehme mal einen mit. Das passt. Warte mal, speichern. Ah, Dankeschön. Und altes Wissen. Sehr schön. Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Kann man schon, aber nur, wenn die Kasse stimmt. Machen wir. Ich trinke mir immer bis mittags einen in der Taverne. Fordere mich dann ruhig heraus, wenn du deiner Leber traust. Ja, machen wir. Okay, nun. Wir waren noch nie mittags hier, ne? Ach, Mo.